Na, guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass wir uns endlich mal wieder sehen können. Und jetzt gibt es auch mal wieder ein ATA-Update bei meiner ATA-Mexikaner-Kolonie. Also, die hat sich stark vergrößert. Und wie ihr sehen könnt, muss ich da definitiv Pflanzen wieder reintun. Also, sorry, Himbeerblätter. Das nehmen die übrigens viel besser an als Brombeeren, habe ich gemerkt. Und der Pilz, der ist auch wirklich der. Das ist nicht mal zu vergleichen mit der letzten Pilzgröße. Also der ist riesig geworden. Und also die Kolonie, die hat sich aber auch wirklich in der Anzahl der Arbeiterinnen extrem vermehrt. Wenn ich jetzt die GoPro mal hier hinstelle, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ist ja eine GoPro Hero 3. Habe ich ja keinen Bildschirm hinten. Ich hoffe mal, dass ihr es sehen könnt. Also, es sind wirklich sehr viele. Und das hier, das ist übrigens gar kein Pilz. Das haben die selbst gebaut aus so Bröteln. Also, jetzt habe ich gerade noch mal ein paar Haferflocken reingetan, aber die brauchen wirklich wieder Blätter. Auch wenn es nur ein kurzes Video war, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Update, kann man schon sagen. Habe ja jetzt länger kein Video mehr hochgeladen. Und ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagmorgen. Und tschüss.